Kohle machen können, indem wir nicht alles zu Wooden Planks verarbeiten. So, und hier haben wir gerade Besuch. Guten Abend, die Herrschaften. Wie geht's euch? Mhm, hallo. Schöne Nase. So, also wie gesagt, hier ist immer noch alles leer. Die Schilder sehen scheiße aus, obwohl man immer noch so ein bisschen erkennen kann, was natürlich mal drin war. Essen. Hier war 0 drin. Und 3 waren hier drin. 003. Super. 0 Wolle. Das stimmt. Hier gibt's 0 Wolle. Hier ist 0 Wolle drin. Absolut 0 Wolle. Gar keine Wolle. Freue mich total. Hier haben wir 0 Cobbles und Samen. 0. Absolut 0. Gar nichts ist da drin. Ja. Hier haben wir auch noch ein paar Kürbislampen. Freut mich total. So, wie sieht unsere Kohle aus? Dürfte mittlerweile auch durch sein. Jawohl. Ja, hier können wir einfach mal was hinbauen. Super. Super Idee, hier mal so einen Zaun hinzustellen. Dann werden wir noch ein paar Restfackeln machen. Wir könnten auch die Kohle nehmen und das Eisen, das wir schon haben. Das könnten wir... Wo habe ich denn jetzt... Fange ich schon an, die Sachen durcheinander zu bringen. Diese 5 Eisen könnten wir auf jeden Fall schon mal in den Ofen packen, damit wir da gute Dinge mitmachen. Genau. Dann hält die Kohle auch wesentlich länger, wie für alles andere. Wie um ein Steak zu braten. Ja, du, nicht, also ein Steak, ne? Es braucht 80 Grad für 10 Minuten, damit es durch ist. Metall braucht 700 Grad für mehrere Stunden und dafür reicht gerade mal ein Viertel Kohlestück, während du ein ganzes Kohlestück für ein Steak brauchst. Mojang. Ernsthaft. Ja, also da könnt ihr mal was machen. Daran könnt ihr mal was ändern. Aber nicht einfach mein gesamtes Inventar rauspfeffern. Nur weil ihr so eine blöde 1.8 raus habt, für die es noch nicht mal einen Mod gibt. Okay. Genug geflucht. Was haben wir denn? Wir haben Fackeln. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir gehen in den Untergrund und bauen schön Mineralien ab, während wir hier coole Mucke hören. Creative Commons Mucke, die es für Umme im Internet herunterzuladen gibt. Yeah. Sehr coole Geschichte. Und ja, hier wissen wir, dass es, glaube ich, Lava am Start hat. Dann werden wir mal... Hier waren wir auch total viel unterwegs. Habe ich gerade Geräusch gehört? Ja, aber das muss uns nicht weiter stören. Was ist denn eigentlich, wenn wir hier durchbuddeln? Kommen wir da irgendwo hin? Weiß ich gar nicht mehr. Wir werden es einfach mal ausprobieren. In der Hoffnung, dass es gleich Pling-Plong macht. Dann haben wir nämlich nicht Mutanten und auch keine Lurche, sondern wir haben... Kohle. Oh. Eisen. Eisen. Sehr gut. Wir brauchen aber Kohle. Kohle. Bitteschön. So. Okay, wir bauen aber das Eisen natürlich trotzdem ab, weil wir brauchen Eisen auch ohne Ende. Wir brauchen im... Wo kommen die Samen her? Wir brauchen im Grunde alles ohne Ende, weil wir wirklich überhaupt gar nichts haben. Also wir können ja eigentlich auch gar nicht mehr richtig bauen und so weiter und so fort. Deswegen brauchen wir wirklich alles und hier mache ich erstmal das Loch wieder so einigermaßen zu. Damit wir hier nicht runterfallen. Sich selbst einsperren ist auch eine Kunst, die ich hervorragend beherrsche. So, und eigentlich wollte ich ja total die coole Mittelaltermusik runterladen, weil das haben wir ja hier so alles ein bisschen mittelaltermäßig, unser Setting. Aber da gibt es total wenig. Also man könnte eigentlich meinen, dass es voll viele so Barden und andere mittelalterliche Sangsgruppen gibt und was nicht alles. Und Lauten, Spielverein und sowas. Aber gibt's überhaupt gar nicht und schon gar nicht Creative Commons, was ich irgendwie total doof finde. Wobei ja gerade die ja voll viel von haben könnten, wenn die ihre Mucke unter Creative Commons setzen. Weil dann könnten die voll viel genutzt werden. Dann hätten die einfach was davon. Während sie jetzt das Problem haben, dass sie keine Sau kennt und auch niemals kennen wird, weil sie niemals irgendjemand von jemandem, berühmten, bekannten, wer auch immer, gespielt werden. Weil keiner eigentlich Bock hat, die Musik zu kaufen. Obwohl sie eigentlich schon gekauft werden können sollten. So, ja. Ich höre seltsame Grasgeräusche. Ich glaube, wir buddeln uns gerade so ein bisschen unter die Kirche durch und werden hier wahrscheinlich auch gleich auf das Meer stoßen. Und hoffentlich gleich auch auf Kohle. Ich wiederhole mich gerne immer wieder, ich brauche Kohle. Kohle, Kohle. Unendlich viel Kohle für die ganzen Fackeln, die ich jetzt hier gerade verschwende, ohne ein einziges bisschen Kohle zu finden. Okay, Eisen nehme ich mit. Vielen Dank dafür. Beschwere ich mich nicht. Aber Kohle wäre doch etwas schöner gewesen.
So ein richtig schöner Kohleflöz. Mhm. Danke, danke. Wie sieht es bei uns aus? 10 Kohle. Cobblestone haben wir jetzt wahrlich genug. Das geht ja mit dem Cobblestone immer relativ schnell. Hast immer gleich das ganze Inventar mit Cobblestone voll. Und bam, ist schon die erste Stone Axe kaputt. Stone Pickaxe. Hatte ich das eigentlich nicht mal auf Deutsch umgestellt? Könnten wir eigentlich wieder mal machen. Damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, damit ihr... Wo stelle ich denn die Sprache ein? Hier. Afrikaans, Asturian, Asturianu. Was ist denn das für eine Sprache? Die habe ich ja noch nie gehört. Azari Dili. Ist ja schon geil, was es alles gibt, ne? Voll abgefahren. Und man glaubt ja so, man würde so im Internetzeitalter irgendwie alles kennen, alles irgendwie herausfinden können, aber da machst du mal kurz Minecraft das Sprachmenü auf, da begegnen dir Sachen, die du vorher in deinem Leben... Pirate Speak! Das ist geil! Wo du, die du noch nie gesehen hast. Das finde ich gut. So, wir sind jetzt hier, wo sind wir denn? Haben uns ein bisschen in den Berg gebuddelt und immer noch keine Kohle gefunden und ich hoffe, dass wir jetzt wirklich demnächst mal Kohle finden. Ich brauche doch die Kohle! Die Kohle! Während im Hintergrund wunderschöne Weltraummusik läuft. Unbekannte Weiten. Und wieder eine Fackel Nummer 14. Es wird langsam spannend. Werden wir noch in diesem Spiel Kohle finden? Ist überhaupt noch Kohle in dieser Welt vorhanden? Je tiefer er sich in den Berg grub, desto kleiner wurde seine Hoffnung, irgendwo noch Kohle zu finden. Stein für Stein grub er sich in den Berg. Stein für Stein nahm er in seinem Inventar auf. Und je tiefer er kam, desto kleiner wurden seine Fackelreserven und desto größer sein Hunger auf Vollmilchschokolade. Erde. Erde bedeutet immer, dass jetzt gleich entweder Sand kommt oder wir totgeschwemmt. Ah, nee, ist gar keine Erde. Es handelt sich hierbei um eine Steinschaufel, die ich in der Hand habe, das ist korrekt. Und. Wieso zeigt mir nicht an, was es ist? Komisch. Ja. Das Meer müsste eigentlich gleich kommen. Wir sind jetzt, glaube ich, komplett durch die gesamte Minecraft-Welt durchgebuddelt und finden keine Kohle. Also das kann ja mal nicht wahr sein, oder? Normalerweise findet man doch Kohle immer sofort. Ich höre aber Hühner, was eigentlich bedeutet, dass wir gleich, dass wir vermutlich über uns unseren Hühnerstall haben. Und es kann ja nicht sein, dass ich überhaupt keine Kohle finde. Also mal ehrlich. Leute, Kohle gibt's doch auch über der Erde. Ich sehe doch sogar Kohle am Berg, auf dem Berg, im Berg. Okay, ich habe eine Nachricht bekommen. Das muss uns aber nicht weiter stören, euch schon gar nicht. Ich werde mal noch mehr Fackeln aufhängen, weil ich bin immer noch einigermaßen optimistisch, dass wir in diesem Leben noch ein Stück Kohle finden, hier unter Tage. Und vielleicht auch in den nächsten Sekunden oder Minuten, vielleicht aber auch niemals. Denn das Schicksal straft einen manchmal hart. Und vielleicht straft einen auch Mojang. Vielleicht haben die sich gedacht, oh, diesen Typen da. Kohle! Zur Feier des Tages nehme ich einen Schluck meines bereits vorbereiteten und gekühlten Wassers. Zu dieser andächtigen schottischen Musik. Ein Traum. Wir haben tatsächlich Kohle gefunden. Und das macht Plinklong. Und das ist ein Flöz. Und der ist ziemlich groß, der Flöz. Naja, ist ein normaler Flöz, glaube ich. Wäre schön gewesen, wenn es ein Riesenflöz gewesen wäre. Aber, ich glaube, es ist ein normaler Flöz, oder? Ich will ja auch nicht so pessimistisch sein. Pessimismus wird ja auch gerne mal gestraft vom Schicksal. Wenn ihr an sowas glaubt. Oh, noch mehr Kohle. Ja, ich habe mich ja vorhin mal so ein bisschen in der Webcam beobachtet und habe versucht, Grimassen zu schneiden, die ich eventuell auch hier im Let's Play auspacken kann.
Und wenn ihr eine Lieblingsgrimasse habt, dann zeigt sie doch einfach mal. Macht ein weiteres Video, postet ein Bild von euch oder postet euren Lieblings-YouTuber, postet die Lieblingsgrimasse eures Lieblings-YouTubers und postet sie. Das ist doch mal eine gute Idee. Das wäre sowieso mal eine geile Idee für ein Video, glaube ich. Bam, noch eine Steinaxt haben wir. Axt? Stimmt gar nicht. Wie heißen denn die? Steinspitzhacke. Sowieso mal eine sehr gute Idee. Ja, Level, aber Level habe ich noch, ne? Level 35. Level habe ich noch. Okay, das ist ja schon mal... Das ist ja... Da kann ich ja meine Holzsteinspitzhacke verzaubern auf maximalen Level. Super. Aber ich habe Kohle gefunden, und zwar 18 Stück. Ich bin total begeistert und werde erstmal ein paar Fackeln zaubern. So. Mit denen wir dann endlich weiter machen können und noch mehr Kohle finden. Bitte. Bitte, liebes Minecraft, schenk mir noch etwas Kohle. Schenke mir noch etwas Zuversicht. Das klingt wie ein Lied. Erinnert mich irgendwie an ein Lied. Ich weiß nicht, welches Lied das ist. Oh. Okay, wir sind bei Erde angekommen. Hoffentlich nur eine Erde-Zwischenschicht, eine Erdeblase. Und nicht schon das Ende dieser Welt. Oder kann sein, dass wir natürlich jetzt gleich irgendwo rauskommen. Sieht aus nach einer Blase. Sieht nach einer Blase aus. Muss auch wieder ein bisschen lernen, korrektes Deutsch zu sprechen. Wie sowieso mal wieder ein bisschen zu lernen, länger am Stück zu sprechen. Habe ich ja wirklich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht gemacht. Und hatte eigentlich auch nie so wirklich Übung drin. Ja, aber vielleicht jetzt hier so ein bisschen, und auch wenn meine Zuschauerzahl relativ gering ist, weil das Format, das ich mache, ja jetzt auch nicht so unfassbar innovativ ist, interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich, weil ich einfach voll Bock drauf habe, das zu tun, zu labern, im Labern Übung zu bekommen, ein bisschen zu zocken nebenbei, vielleicht ein paar nette Leute kennenzulernen, mit anderen Leuten beim Yumi oder sonst wie zu quatschen drüber und ja, Yumi kennt ihr vielleicht, YouTuber-Meetup in Düsseldorf. Sehr cool, kann ich echt nur empfehlen. Ja, demnächst ist wieder der Bewegtbild-Stammtisch. Geschickte Überleitung geschafft. Ebenso in Düsseldorf. Und es kommt Gray und es kommt der YouTube-Inkubator von Sat1 Pro7. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, wie die heißen. Ist auch eigentlich völlig egal, oder? Davon gibt es sowieso immer mehr und das wird doch, es ist auch wirklich, weiß nicht, mittlerweile werben die sich auch gegenseitig sogar der YouTuber ab und ich habe hier schon wieder keine Kohle. Guck mal da hinten. Das finde ich ja so geil, das sieht man jetzt da hinten, dass da Tageslicht ist. Okay, ich höre Wasser. Das kann nicht mehr lange dauern, bis wir hier tatsächlich Wasser am Start haben. Und wir haben eine Höhle gefunden, liebe Freunde. Das heißt, aufpassen. Weil es kann sein, dass jetzt Monster kommen. Und wir haben Kohle gefunden. Oh yeah. Brucks. Dann bauen wir das hier mal ab. Jetzt habe ich noch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil ich habe natürlich jetzt noch keine Rüstung an. Das wird das nächste sein, was wir uns besorgen. Okay, das sieht hier... relativ harmlos aus, aber wir sind natürlich jetzt an einer Höhlenerkundungstour, was die ganze Sache natürlich wieder etwas spannender macht. Und ja, ihr seid live dabei, bei der Höhlenerkundungstour hier. Beim Neustart sozusagen, während wir fast keine Spitzhacke mehr haben, nicht mehr allzu viel Holz dabei, auch nicht allzu viele Fackeln, aber einigermaßen Fackeln. Und wir werden jetzt hier natürlich versuchen, die Höhle einigermaßen zu erkunden. Und einfach alle Mineralien und Kohle sammeln, wie es nur geht, weil wir brauchen das einfach bitter notwendig. Wir können aber gar nicht so weit von der Oberfläche entfernt sein, weil ich höre immer noch Schafe. Und zumindest sammeln wir hier jetzt gerade richtig viel Kohle und das ist total gut. Das fühlt sich richtig schön an, wieder einigermaßen Kohle zu haben, nachdem wir ja alles verloren haben. Alles, was wir über Wochen und Monate gesammelt haben. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich das verkraftet habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das hat mich schon sauer gemacht und das werdet ihr euch jetzt leider noch ein paar Mal anhören müssen, weil das einfach auch echt super nervig ist. Also, das geht so nicht.
Es geht so nicht. Und wenn euch das auch passiert ist, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's Mojang. Schreibt's Bill Gates, der jetzt Mojang gekauft hat.